Ja, Peace and Justice, herzlich willkommen. DSD Design Midnight Figure Feature Folge, keine Ahnung, über 120 glaube ich. plus die Bonusfolgen. Ja, hab hier ein paar von diesen großen, was sind die denn so? 12 Inch? Ja, 12, 13 Inch wahrscheinlich, ne? Stormy Figuren. Na, hier hinten noch ein alter von den Rebels halt. So einen alten. Den habe ich dann auch mal ausgepackt. Dann habe ich hier noch den normalen Stormy halt, ne, Episode 4, beziehungsweise alle Episoden, von, ich sehe gerade wieder nicht, von wann das ist, 2014, gut, Rebels wird dann dementsprechend auch sein, ne, Rebels-Figur, normaler Stormy und jetzt hier der Rogue One Stormy, der halt Sounds macht und so weiter, ne. Wenn man da mal so sieht, hochfliegen für Dings, ich sollte mal aufmachen, aber ich drücke jetzt einfach mal so. Wenn ich da dran komme, eigentlich ist es ja hier. Hab ich ja auch schon mal draußen gefilmt. Aber ich glaube, ich nehme die Action Cam. Also ich mache jetzt Action mit der Cam. Stopp. Normalerweise. Befehle erhalten. Ja. Schüttelt ihn. Also hier steht 65 Sätze und Soundeffekte. Ich würde ihn gerne auspacken jetzt mal, aber dann steht er wahrscheinlich hinterher nicht mehr so gut in der Packung, weil ich den so ins Regal gestellt habe. Weitergehen. Ja, move along. Oh, das hat er gerade schon gemacht. Pass auf. Kämpfen wir in der Luft weiter. Ja, natürlich kämpfen wir in der Luft weiter. Die alte fliegende Stormys habe ich noch nicht gesehen. Na, hier mal kurz die Rückseite. Schlucht oder zur Flucht? Ach so, das heißt Angriffmodus und Flugmodus. Dann müsste er mir ja jetzt den. Ach so, jetzt zeigt er mir den Flugmodus an. Und wenn er steht. Ich werde wahrscheinlich nie die 65 verschiedenen Sätze erfahren, solange ich ihn nicht auspacke. Ja, keine Ahnung. Jetzt hat er Rebellen entdeckt. Wisst ihr Bescheid? Ja, den Luftangriff hat er jetzt. Wahrscheinlich sagt er 65 mal Luftangriff oder was, bis die Batterien leer sind. Ich weiß ja nicht, ob sich was tut, wenn man die Arme bewegen würde, etc. Ja, er fliegt jemand. Oh, der war neu. Für das Imperium. Vielleicht macht er auch noch ein Peace and Justice. Ja, hast du jetzt schon dreimal. Schütteln. Ich schüttel. Wo sind die Action-Sounds? Hört zu, Trooper! Da ist einer, auf Betäubungsstellen. Da. Stunning. In Deckung. Ah, wir wollen nur schütteln, hier. Der neue Stormtrooper schüttelt schon. Ich brauche meine Waffe. Ja, ich auch. Schnell! Ah! In Deckung. Ja. Ich gehe auch mal in Deckung. Komm, ich schüttel ihn noch ein bisschen. Weitergehen. Okay, hatten wir auch schon. Ich brauche eine Waffe. Ja, hier hast du eine Waffe. Schnell! War auch schon. Ah! Da kann man auch ein Spiel raus machen, ne? In Deckung. Mein Gott, sag doch mal was anderes. Vielleicht kann ich ihn auf den Kopf schütteln und das passiert mehr. Ja, Ziel erfasst. Also wenn mal einer mitzählt und mir sagt... Ja, ich höre doch zu. Wenn mal einer sagt, wie viele verschiedene Sätze er spricht... Ja, hast du auch schon gesagt. Ach, dieser Luftangriff, Alter. Weißt du, hier gibt's ja gar nicht. Wo sind die TIE Fighter? Ich sehe keinen. Weitergehen. Vor allem, wenn ich den jetzt die ganze Zeit weiter in der Packung schüttel, dann kann ich ihn auch auspacken, weil ich dann die Packung komplett gedamaged habe. Ja, also Leute, ich gebe es auf.
War ja auch nur mal kurz, ne, um die zu zeigen halt, die paar großen Stormies. Und ja, kann man sich zulegen. Liegt halt zwischen, weiß nicht, 20 Euro und irgendwie 57 Euro habe ich den schon gesehen halt. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja schon draußen so. Ja, da ist einer, also Toyhand-Videos gemacht und irgendwo gab es den nochmal für einen 20. Also für einen 20 kann man den mal als Gag mitnehmen, wenn ich ihn mal auspacken sollte. Also jetzt habe ich nicht so Bock drauf, weil das auch relativ schnell nervt. Aber egal, Stormies nerven mich eigentlich nie. In diesem Sinne, wie immer, Peace and Justice. Bis zum nächsten Mal. Die Kamera wackelt. Trooper in Warteposition. Eben, und ich bin raus. Tschüss.